Vom lieben Mike habe ich Post bekommen. Wir haben einen kleinen Manga-Deal gehabt. Um das interessant zu gestalten, packe ich das euch mit euch jetzt mal gleich zusammen aus. Ihr seht, ein großes Paket. Es soll auch ein Bonus drin sein. Also ein Geschenk, eine Figur. Keine Ahnung. Er sagte, entweder gefällt sie mir, mein Bruder, oder ja, sie wird verlost, verkauft, vertauscht. Wie auch immer, ich habe noch keine Ahnung, worum es sich handelt. Und ja, was ich dann damit mache. So, ich habe erstmal aufgemacht. Oder mache es gerade auf. Und ihr seht, es geht weiter mit Verpackung. Er hat es sehr gut verpackt. Das ist gut. Hier haben wir einen Karton nochmal. Da ist irgendwas drin. Viel Verpackungsmaterial und hier habe ich jetzt die ganzen Verpackungsmaterialien. Jetzt muss ich mal kurz kicken. Habe ich auch selten. Jetzt kommen die Mangas, die sind hier unter. Ach, jetzt fällt mir doch die Hälfte runter. Ihr seht, Kartons in Kartons und Kartons. Hier ist nichts weiter drin. So. Ja, hier seht ihr das ganze Verpackungsmaterial. Lieber Mike, das hast du gut eingepackt. Das ist auch wahnsinnig toll. So, fangen wir an mit dem, was ich weiß. Mit den Mangas, die ich ihm abgekauft habe, zusammen mit meinem Bruder. Wir haben uns das geteilt. Ist eine sehr beliebte Manga-Serie. Eine der Manga-Serien haben mein Bruder und ich bereits schon. Das ist jetzt eine etwas neuere, aus der gleichen Reihe. Und erstmal wieder Verpackungsmaterial loswerden. Und diese Serie, ja, hat aber gut verpackt. Ich kann hinterher wirklich eine Menge entsorgen. Genau, also hier ist jetzt das drin, das zeige ich euch auch dann. Die Manga-Nummern werden wahrscheinlich durcheinander sein, deswegen kann ich euch das natürlich nicht so ganz zeigen. Also wie gesagt, das ist eine Manga-Serie, die Kultserie. Und es gibt eine Ablegerserie, die irgendwann mal erschienen ist mit neuen Geschichten. Es gibt auch ein Anime dazu. Ja, und diese Serie hatte ich im Endeffekt noch nicht richtig. Ich habe da 2, 3 Bände gehabt. Ich habe mir einmal ein Band mit Schuber gekauft. Da, also für so einen 10er Schuber oder 5er Schuber. Und das habe ich mir nur wegen dem Schuber gekauft. Ja. Und es handelt sich um Dragon Ball Super. Das gibt diese Serie. Es gibt natürlich auch ein Anime dazu. Die haben noch ein bisschen mehr erzählt im Manga und der Manga erscheint immer noch. Ja, und da hat er die ersten 18 Bände, ich sag mal, loswerden wollen. Er hat sie einmal gelesen und wir haben sie eigentlich zu einem super Kurs bekommen. Also er hat ganz grob gesagt, komm, ich will nur die Hälfte von dem, was es wert ist. Ein Buch kostet 7 Euro und im Endeffekt 18 Bände mal 7 und das, also wir haben ja, also ich habe gerade die Hälfte bezahlt, sage ich mal so, davon ganz grob. Also, dann habe ich, ich zeige euch die Cover einmal. Hier habe ich Band 16. Band 11. Ich finde die Cover auch richtig cool. Akira Toriyama hat einen mega Manga gemacht. Er hat hier in dem Sinne auch nur ein bisschen Ideen geliefert und Charaktere designt teilweise. Hier und da soll er auch noch mal Cover gezeichnet haben. Das war es aber auch. Ansonsten ist die Serie von anderen Künstlern übernommen worden. Dragon Ball darf ja auch nicht ausgehen. Es muss immer weitergehen. Hier haben wir auch noch einen schönen Band. Welcher ist das überhaupt? Band 10. So, hier habe ich Band 13. Auch richtig cool. Dann haben wir hier Band 15. Und dann habe ich hier Band 12. Und hier haben wir Band 9. Es geht natürlich noch weiter. Also ich habe jetzt hier noch mehr. Das war zur Seite. So, weiter geht es. So, die Raumpatrouille. Son Goku, galaktische Raumpatrouille. So, und die sind auch im sehr guten Zustand. Das will ich auch gar nicht aus dem Wege schaffen. Hier ist das Band, oder welcher war das jetzt? 14.
Ihr seht, ist durcheinander. Band 14, Band 18. Son Gokus Vater Braddock. Das geht sogar auch um deinen Vater. Richtig cool. Davon war im Hauptmanga nicht so viel die Rede. Die Kraft der Götter der Zerstörung. Das ist 17. Auch, sieht auch richtig cool aus. Bin da mal echt gespannt. Ich möchte auch noch mal lesen. So, hier haben wir, fängt das auch wieder an. Band 1. Und ich muss sagen, mir persönlich hat die Dragon Ball Super Serie auch richtig gut gefallen. Ich finde viele tolle Figuren und es hat einfach auch Spaß gemacht. Hier das Gewinneruniversum steht fest. Band 2. Die haben so ein bisschen später, glaube ich, angefangen mit der Geschichte zu erzählen. Wenn ich das sehe, denn diese Geschichte da im Universum oder so, die sagt, der Kampf der Universen ist ja, glaube ich, der letzte Teil von Dragon Ball Super. Somit haben wir das ja relativ früh am Anfang. Ich habe die Mangas noch nicht gelesen, deswegen bin ich mal gespannt, wie es ist. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass Prinz Pilaf und Mai und Shu, die drei Figuren, die eigentlich von Anfang an in der Serie dabei waren, dadurch, dass sie durch einen Unfall, Dragon Ball Unfall, weil sich Prinz Pilaf was Falsches gewünscht hat, zu Kinder wieder verwandelt wurden, haben die eine, ja, wurden sie wunderbar integriert in die Serie und ich fand das richtig cool. Auch wenn der zukünftige Trunks kommt, dann existieren immer noch Charaktere daraus und ich fand das richtig cool. Ja, hier haben wir der Band 3, auch richtig schönes Cover. So, was haben wir noch? Es geht ja noch ein paar Bände habe ich hier. Band 4, der letzte Funken Hoffnung. Ich glaube, diese Black Goku Serie mit ihm, die jetzt hier aufgelistet wird, ist im Anime etwas davor. Und da haben sie, Kampf der Universen war, glaube ich, sogar das letzte, weil da haben sie auch weibliche Saiyajins vorkommen lassen mit Khalifa und Kaulifa und komme ich gerade nicht drauf, aber richtig gut. Und hier haben wir Band 5, auch ja hier. Richtig cool. So. Also Mike, richtig cool verpackt. Danke dir dafür, auch für den tollen Deal. So, und jetzt haben wir hier nochmal 3 Stück, Band 8. Band 7, das Turnier der Kraft beginnt. Welches Universum überlebt? Hä, war das nicht am Anfang schon mit dem Turnierkampf? Irgendwie springen die da in der Geschichte. Hier ist ja auch schon, der Gewinneruniversum steht fest. Das ist ja das Turnierkampf. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, wie weit die eine Serie wiedergeben oder ob sie springen. Muss man sehen. Auf jeden Fall wird auch weitere Geschichten erzählt. Hier auch. Richtig cooles Cover. Und auch hier. Richtig cool. Mir gefällt's. Und ich werde es lesen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Und jetzt habe ich noch dieses wunderbare Paket, wo eine Figur drin sein soll. Keine Ahnung. Und gerade deswegen war es auch, dass ich gedacht habe, ich packe es aus fürs Video. Dadurch, dass es nur die Dragon Ball Bücher sind und eine Figur, habe ich mir gesagt, packe ich das in dieses komplette Video rein. Ich habe mich wahrscheinlich jetzt wiederholt. Aber bin ich mal gespannt. So, jetzt wollen wir mal sehen, was hat er uns als Bonus reingepackt, außer Verpackungsmaterial. Die Art der Verpackung ist mega, alles super. Und eine Figur, mit der ich nicht gerechnet habe, auch eine Serie, die ich nicht sammle. Deswegen habe ich noch keine Ahnung, was mein Bruder und ich damit machen. Ich müsste eigentlich eine Verlosung machen, aber ich weiß es noch nicht. Mich dann noch nicht durchringen. Eine richtig gut. Im Endeffekt ist es die erste Figur dieser Serie, die ich in der Sammlung habe. Ja. Und ihr seht es. Ein Spikor. Von Masters of the Universe. Von der Origin Line muss das natürlich sein, logischerweise. Von neueren. Rise of the Stakeman. Nochmal richtig. Richtig cool. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich damit mache. Sage ich euch ganz ehrlich. Da ich ja kein Masters-Sammler bin. Ich habe zwar hier und da mal Sachen vom Flohmarkt mitgenommen, aber das war es auch. Die habe ich dann weitergegeben. Ja, da muss ich mal mit echt etwas überlegen. Er sagt ja, lass dir was einfallen. Ja, muss ich mir noch einfallen lassen. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich freue mich über ein Like, ein Abo und vor allem über einen Kommentar von euch. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid.